Ja, herzlich willkommen zu diesem auf die Schnelle und in der Not organisierten Streitraum-Extra-Angriff auf die Ukraine. Historische Zäsur in Europa. Europa ist im Schock im Angesicht des Krieges in der Ukraine. Aber wie überraschend ist die russische Aggression wirklich? Wie schlafwandelnd ist Deutschland in diese Krise getaumelt? Wie lässt sich der Krieg dort verstehen? Lässt er sich beschreiben? Welche Stimmen gilt es zu unterstützen? Welche völkerrechtlichen Instrumente und welche finanziellen Sanktionen können Wirkung entfalten? Welche humanitären, welche geopolitischen, welche ökonomischen Folgen lassen sich schon jetzt antizipieren? Darüber möchte ich sprechen heute mit meinen Gästen. Vielleicht erstmal diejenigen, die hier vor Ort in der Schaubühne auf der Bühne sind. Ich beginne zu meiner Rechten. Franziska Brandner ist 1979 in Lörrach geboren. Sie ist seit 2013 im Bundestag, seit dem Jahr 2021 als direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Heidelberg-Neckar-Bergstraße. Schöne Region. Zuvor war sie 4 Jahre Europaabgeordnete. Sie hat Politikwissenschaften und Volkswirtschaft studiert, ist Sozialwissenschaftlerin und machte Abschlüsse in Paris und New York. Promoviert hat sie in Mannheim zur Reformfähigkeit der Vereinten Nationen. Das ist natürlich eine Schussvorlage, um es mal in der falschen Metapher zu sagen, auf die ich nachher noch gerne eingehen würde. Von März 2014 bis September 2017 war sie Vorsitzende des Unterausschusses Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln. Von 2013 bis 2017 stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Seit Dezember 2021 ist sie parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Herzlich willkommen, Franziska Brandner. Ich freue mich. Danke schön. Zu meiner Linken, Dimitri Kapitelmann, ist 1986 in Kiew geboren. Er kam im Alter von 8 Jahren als sogenannter Kontingentflüchtling mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Politikwissenschaften und Soziologie in der Universität Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Heute arbeitet er als freier Journalist und Autor. 2016 erschien sein erstes erfolgreiches Buch, Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, für das er den Klaus-Michael-Kühne-Preis gewann. Sein zweiter Roman, Eine Formalie in Kiew, kam 2021 heraus und wurde vom Ravensburger Verlag als Familienroman des Jahres ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Dimitri Kapitelmann. Und uns zugeschaltet sollte jetzt Alice Botha sein. Das ist nicht Alice Botha. Da ist Alice Botha. Sie ist 1979 in Kratkowice in Polen geboren, kam 1988 nach Deutschland und studierte Politikwissenschaft und neuere deutsche Literatur in Kiel, Poznan in Polen, Berlin und Potsdam. Sie absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Seit Juni 2007 arbeitet sie als Redakteurin für die Zeit und ist Mitglied des außenpolitischen Teams. Sie wurde unter anderem mit dem Axel-Springer-Preis 2009, dem Deutschen Journalistenpreis 2016 und dem N-Ost-Reportage-Preis 2017 ausgezeichnet. Von November 2015 bis Dezember 2021 leitete sie das Zeitbüro in Moskau. Sie reist regelmäßig in die Ukraine, in den Südkaukasus und nach Belarus. 2021 erschien ihr Buch Die Frauen von Belarus. Herzlich willkommen, Alice Botha. Vielleicht darf ich Ihnen, die Sie hier im Theater sitzen, das gilt weniger für diejenigen, die den Stream live im Netz verfolgen. Es ist für uns als kleines Theater doch auch ein recht großer Aufwand, in der Schnelle so eine Veranstaltung zu organisieren. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, dass wir nur so einen kleinen Bildschirm haben und es nicht einen größeren per Beamer gibt. Bitte etwas um Milde. Das war auf die Schnelle jetzt nur so machbar. Ich würde gerne am Anfang auch sagen, dass es eine Lücke hier gibt auf dem Podium, eine Lücke,
die der Krieg geschlagen hat. Es gibt keine Stimme aus der Ukraine selbst, also keine Stimme von jemandem, der im oder die im Moment in der Ukraine wäre. Wir haben es versucht. Wir hätten sehr gern jemanden zugeschaltet, aber die Gründe, warum es nicht ging, sind nur allzu verständlich. Wer um sein Leben bangen muss, wer im U-Bahn-Schacht kauert, kann und will vielleicht auch nicht an einer Diskussion in einem Berliner Theater teilnehmen. Deswegen werde ich am Anfang einen Text von dem ukrainischen Übersetzer und Autor Juri Durkot vorlesen, den er mir geschickt hat als Alternative zu seiner Teilnahme hier. Aber ich bitte Sie alle, die Sie heute hier im Saal sind und auch alle Sie, die Sie im Netz zugeschaltet zuschauen, bitte auch im Verlauf der weiteren Diskussion sehen Sie diese Abwesenheit. Bitte bemerken Sie, was und wer fehlt und bedenken Sie, warum. Ich lese zwei Einträge aus Tagebuchnotizen, die Juri Durkot im Moment in der Welt veröffentlicht. Es wird laufend ergänzt. Und ich würde ganz gerne zwei Einträge vorlesen. Den ersten, Lemberg, 25. Februar, abends. Meinen Freund Oli erreiche ich heute am Nachmittag erst nach mehreren Versuchen. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Er ist Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im Moment arbeitet er von zu Hause. Der Ausdruck Home Office würde vielleicht zu Corona passen. Im Krieg klingt es aber ganz komisch. Einige Male bekomme ich die Meldung, dass die Nummer nicht erreichbar ist. Seine andere Nummer funktioniert auch nicht. Nach einer Stunde meldet er sich zurück. Er war im Keller seines mehrstöckigen Wohnhauses. Dort haben die Einwohner eine Art Luftschutzbunker eingerichtet. Es war schon der 5. Fliegeralarm in Kiew am Tag 2 der russischen Invasion. Ein Bekannter hatte seine Frau und 2 kleine Kinder an den Grenzübergang nach Polen gebracht. Die Mutter und 2 Töchter stiegen aus, der Mann kehrte zurück. Die 3 stellten sich ans Ende der langen Schlange am Fußgängerübergang Schegeni-Medika. Nach 5 Stunden waren sie kaum ein paar Meter vorangekommen. Es wurde dunkel und kalt. Nach noch einer Stunde gab die Frau auf und rief ihren Mann an. Er holte sie wieder ab. Habe ich nicht im deutschen Fernsehen einen Bericht gesehen, wie die ukrainischen Flüchtlinge schnell nach Polen durchgelassen werden, oder war es ein Traum? Das ukrainische Verteidigungsministerium meldet, dass die russischen Truppen bisher bis zu 80 Panzer, über 500 gepanzerte Wagen, 10 Flugzeuge und 7 Helikopter verloren haben. 2.800 russische Soldaten wurden getötet, verwundet oder gefangen genommen. Überprüfen kann man diese Angaben nicht. Also weiß man nicht wirklich, ob die Zahlen stimmen. Aber es hört sich gut an. Und Mitleid mit getöteten russischen Soldaten hat man sowieso nicht. Der Krieg verändert schnell das Bewusstsein. In Lemberger Supermärkten kann man am Nachmittag verschiedene Sorten Ketchup kaufen. Die Regale für Brot, Pasta und Wasser sind gähnend leer. Lemberg, 26. Februar morgens. Puh, in der Nacht wurde keine einzige ukrainische Großstadt eingenommen. Schwere Kämpfe um Kiew und Kharkiv. Eine russische Rakete schlägt in ein Wohnhaus in Kiew ein, etwa im 16. oder 17. Stock. Ob dabei Menschen gestorben sind, ist vorerst unklar. Das Hochhaus ist möglicherweise einsturzgefährdet. Aber die ukrainische Armee hält die Position. Bei Brody, einem etwa 100 Kilometer nordöstlich von Lemberg gelegenen Städtchen, in dem einst Josef Roth geboren wurde, sollen russische Helikopter-Fallschirmjäger abgesetzt haben. Später aber wird die Meldung dementiert. Die Schaukel zeigt leicht nach oben. Ein gefangener russischer Soldat erzählt vor der Kamera, dass russische Offiziere ihnen gesagt hätten, die Ukraine habe Russland überfallen. Genau. Das ist der letzte Eintrag von Juri Durkot. Wie gesagt, es erscheint in der Welt. Wer immer es nachlesen möchte, es wird laufend ergänzt. Dies nur als Einstieg. Ich würde ganz gerne beginnen mit der aktuellen Situation in der Ukraine. Und zunächst, Dmitri Kapitelmann, fragen Sie, sind in
Kiew geboren und wir haben das eben gehört, als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. In Ihrem Roman, den ich jedem nur ans Herz legen kann, Eine Formalie in Kiew, tauchen auch zwei Personen auf, die uns als LeserInnen sehr ans Herz wachsen, Rostig und Soja. Und deswegen würde ich zunächst einmal gerne fragen, sind Sie mit ihnen in Verbindung, haben Sie Kontakt und wissen Sie, wie es Ihnen geht? Ja, ich habe tatsächlich Kontakt mit beiden. Leider geht es ihnen nicht so gut. Beide Familien konnten sich nicht aus Kiew rechtzeitig in Sicherheit bringen. Also Soja und Andrei leben in einem Vorort von Kiew und sagen, für sie fühlt sich das gerade wie 41 an. Also sie haben permanent Flieger und Raketen über sich und können nicht, also nach Kiew können sie nicht, weil die Brücken gesprengt sind und in die andere Richtung ist es auch zu gefährlich. Plus, wegen der Generalmobilisierung dürfte weder André, ja, ich versuche es. Ich würde noch zu meinem anderen Kontakt etwas sagen, meinem Kindheitsfreund Rastislav. Der wohnt nämlich in so einem Hochhaus, so einem Wohnhaus, das jetzt von Raketen getroffen wurde und einsturzgefährdet ist. Der hat im Prinzip das Gleiche gesagt wie Soja, nämlich, ich würde ja gern fliehen, aber wohin? Die Tage sind, also es ist Ausgangssperre gerade. Ich bin mir gar nicht sicher, wie man überhaupt an Nahrungsmittel gerade kommen soll. Seine Frau nimmt, ich hoffe, ich darf das erzählen, nimmt relativ starke Medikamente, um einfach psychisch zurechtzukommen. Ja, und die Tage sind einerseits sehr, sehr lang und dann wieder sehr, sehr kurz. Und wie kommunizieren Sie? WhatsApp meistens. Also von Rastislav habe ich jetzt leider seit 2 Tagen nichts mehr gehört. Und Soja schreibt immer mal wieder über WhatsApp. Aber sie schreibt nicht viel Neues. Sie schreibt einfach, dass es schrecklich ist und sie durchhalten müssen und im Prinzip das Haus nicht verlassen können. Es gibt in Ihrem Roman eine Stelle, an der Rostig fragt, also sie fragt, also die Figur in dem Roman, von der Idee her bist du jetzt Deutscher, richtig? So wie du das Leben betrachtest, meine ich. Und dann schreiben Sie als Antwort darauf, Rostig sagt das ganz neutral, dennoch winde ich mich und versuche ihm den Unterschied von Zugehörigkeit, Unverbundenheit begreifbar zu machen. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung für heute nochmal gelesen, diese Passage. Hat sich das verändert? Gibt es für Sie durch diesen Krieg eine andere Form von Verbundenheit oder ein anderes Gefühl von Zugehörigkeit? Als ich das letzte Mal mit Rostig gesprochen habe, habe ich ihm gesagt, hey, wenn du es irgendwie nach Deutschland schaffst, wenn ihr es irgendwie schafft, kannst du meine Wohnung haben. Also in Leipzig. Und Sie müssen sich das vorstellen. Ich habe mich von ihm mit 8 verabschiedet. Wir haben so Tür an Tür gelebt in Kiew. Und ihn vor 2019, nach 25 Jahren, wieder getroffen. Dann wollte er nach Berlin kommen, konnte aber nicht wegen Corona. Und das ist jetzt quasi der dritte Kontakt, den wir haben in all der Zeit. Und allein, dass dieser Kontakt lebendig ist, dass diese Verbundenheit noch existiert, also das rührt mich total. Das müsste sie überhaupt nicht. Ich würde sagen, 90% aller unserer Kontakte welken irgendwann mehr oder weniger oder werden so schwach. Aber dass dieser sich hält, und gerade jetzt, er hat sich auch riesig gefreut, dass ich mich gemeldet habe, als wäre ich ein ganz enger Freund, der eben nicht alle 25 Jahre mal wieder aus Deutschland auftaucht. Und ja, ich finde das, also ihn hat es gerührt, mich hat es gerührt und mich verstört es aber auch, dass ich ihn jetzt nicht erreiche. Was Zugehörigkeit und Verbundenheit jetzt im größeren politischen Maßstab angeht,
Ich definiere das so, für mich gibt es sehr wenig klare Zugehörigkeiten und dieses Prinzip, also sei es jetzt jüdisch oder ukrainisch oder russisch oder deutsch, hat immer etwas recht Ausschließendes und Beanspruchendes, dass man sich festlegt, während Verbundenheit etwas ist, was mit sehr vielen Dingen funktioniert und eher nicht über Ausschluss funktioniert. Mhm. Deswegen habe ich das für mich als Identitätsbrücke gebaut und daran hat sich seitdem nicht viel geändert. Mhm. Was jetzt natürlich mein Zugang zu Ukraine angeht, natürlich ändert sich das. Natürlich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese wunderschöne Stadt gerade bombardiert wird. Es geht mir nicht in den Kopf. Abalon, dieses Viertel, wo heftig gekämpft wird, so ein Außenbezirk, da habe ich meinen Zahnarzt, meinen ukrainischen, der ist ein bisschen günstiger. Mein Vater auch. Also es geht mir einfach nicht in den Kopf und es tut wahnsinnig weh. Und diese Verbundenheit ist extrem lebendig. Andererseits kann ich eben auch nicht sagen, ich sei zugehörig in dem Sinne. Ich finde das anmaßend, weil ich bin ja da nicht in Lebensgefahr. Ich bin nicht da, ich kämpfe das nicht aus. Ich werde nicht getötet. Auch deswegen finde ich die Unterscheidung wichtig. Vielen Dank. Alice Botha, Sie haben vielfach die Ukraine bereist. Sie kennen nicht nur Kiew, sondern auch die Ostukraine. Wenn ich ähnlich persönlich wie bei Dimitri Kapitelmann fragen darf, was bedeutet der Krieg für Sie, die Sie jetzt hier sitzen und sehr viele Menschen vor Ort ja kennen und ich einfach nur vermute, dass sehr viele Menschen sich bei Ihnen auch melden, die im Moment eingeschlossen sind, die eingezogen werden, die zu fliehen versuchen. Was für Nachrichten und was für Gespräche hatten Sie in den letzten Tagen? Das Interessante ist, dass sich an mich fast niemand gewandt hat, sondern ich habe nachgefragt. Also die Frage, die ich am häufigsten gestellt habe, ist, wo bist du? Bist du in Sicherheit? Und dann eben die Frage, kann ich irgendetwas tun? Und das ist eine Frage, die irgendwie dämlich klingt. Was könnte ich denn schon tun? Aber ich wollte, dass sie wissen, dass da jemand draußen ist, den das angeht. Und das sind gar nicht enge Freunde, sondern Leute, mit denen ich Kontakt gehalten habe, nachdem ich Reportagen über sie gemacht habe. Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Seit 2013 bin ich ja regelmäßig in der Ukraine, habe da viel, viel Zeit verbracht. Und durch die Kriegserfahrungen waren das auch sehr verdichtete, intensive Begegnungen und auch biografische Entwicklungen, die stattgefunden haben. Also ich habe einen Bekannten, mit dem habe ich in Donetsk zusammengearbeitet, noch bevor der Krieg losging. Und der war damals 19 Jahre alt, also er sah sehr kindlich aus, er war Student und hatte so was ganz Gewitztes. Und jetzt arbeitet er beim Roten Kreuz und ist eigentlich weit weg stationiert und war zufälligerweise auf Heimatbesuch, als der Krieg begann. Und mittlerweile ist das eben ein stattlicher Mann, der seinen Weg gemacht hat, dadurch, dass wir uns begegnet sind und er dann irgendwann mal in diese humanitären Organisationen reingegangen ist, weil er Erfahrung hatte, jetzt mit Kriegsreportern und Reportern zu arbeiten. Und es ist einfach eine große Ohnmacht, Verzweiflung, große Hilflosigkeit. Aber seit heute auch ein bisschen Hoffnung. Können Sie sagen, wenn Sie fragen, was kann ich tun? Gibt es da eine Antwort drauf oder ist die Antwort eher, also gibt es Sachen, die vielleicht auch an Sie als, ja eben als Autorin, als Journalistin, als Stimme im Westen gerichtet werden? Der Freund, der immer einen trockenen Humor hatte, ich würde ihn eher Bekannten nennen, also wir haben uns eben über die Jahre auch ein bisschen aus den Augen verloren, uns irgendwie immer zu Weihnachten geschrieben, sagte eben, nein, nichts. Seine Eltern sitzen in der Ostukraine fest und können nicht weg, weil sie pflegebedürftige Großeltern haben. Und er sagte, vielleicht kannst du die NATO davon überzeugen, mal endlich doch Hilfe zu schicken. Also den Geigenhumor. Das kam von ihm und in anderen Fällen war es so, dass ich
konkret gefragt habe, will jemand raus und welche Möglichkeiten gibt es? Und versucht habe herauszufinden in diesem Informationswirrwarr, sind die Grenzen offen oder nicht? Können Männer raus oder nicht? Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren? Wäre es besser, mit dem Auto zu fahren? Konkret handelt es sich um eine Bekannte, die ich über meine Arbeit dort kennengelernt habe, die mit ihren eigenen beiden Kindern und einem fremden Kind im Norden von der Ukraine in Tscherniw festsitzt und nicht rauskommt. Was mir Hoffnung gibt, ist jetzt gar nicht, dass ich glaube, jetzt wird irgendwie das Blatt komplett gewendet. Aber ich wache morgens auf und Kiew steht. Und ich versehe, das ist so das Erste, was ich gucke. Manchmal träume ich auch davon und weiß nicht mehr, was ist Realität und was ist jetzt tatsächlich geträumt, und schaue schnell nach, um mich zu vergewissern, wie sieht die Weltlage aus. Und ich erlebe bei dieser Bekannten ganz konkret, ihr Mann kämpft, dass sie ja erst versucht hat, rauszukommen, sich dann herausgestellt hat, dass die Stadt komplett umzingelt ist von russischen Panzern oder russischen Truppen, und sie heute Blutspenden war und sagte, die Schlange riss nicht ab von Freiwilligen, die für Verletzte Blut geben. Und ich merke, dass selbst jene, die weg wollten, jetzt auf einmal sich versuchen, aus dieser Apathie zu befreien und irgendetwas zu tun. Ich weiß nicht, wie viel Aussicht auf Erfolg das hat, aber ich finde es trotzdem wichtig, dieses Gefühl in sich zu entdecken, etwas tun zu wollen und tun zu können. Wenn ich da gleich vielleicht nachfragen darf, es gibt in Ihrem Buch die Frauen von Belarus, das im letzten Jahr hier erschienen ist, da beschreiben Sie eine Reaktion der belarussischen Zivilgesellschaft auf die Gewalt und Repression. Und ich zitiere mal aus dem Buch: In diesen dunklen Tagen der Gewalt und Folter geschah etwas Unvorstellbares. Die belarussische Gesellschaft fand zusammen. Die Frauen protestierten, die IT-Fachleute protestierten, die Medizinerinnen und Mediziner protestierten. Und weil Sie das gerade eben auch beschrieben haben, sozusagen, dass auch diejenigen, die eigentlich fliehen wollten, sich jetzt engagieren. Sehen Sie da Parallelen nach dem, was Sie im Moment jetzt hören aus der Ukraine, dass es auch etwas ist, ist eine ganz andere Situation als der Vergleich sozusagen bei der belarussischen Gesellschaft, aber sehen Sie da auch Parallelen, was da jetzt geschieht, dass sich so eine Gesellschaft so findet? Ja, das sehe ich aber schon seit 2014. Mhm. Also im Prinzip hat Wladimir Putin für die Nationenfindung der Belarusen und Ukrainer und Ukrainerinnen mehr getan als jeder andere. Als 2014 die Krim annektiert worden ist und dann der Krieg im Donbass begann, haben selbst jene, die mit der Regierung in Kiew nichts anfangen konnten und immer kritisch eingestellt waren gegenüber der Zentralmacht, sich auf die Seite dessen geschlagen, sich als Ukrainer entdeckt, ukrainische Identität entdeckt. Und das reibt sich natürlich mit den Jahren auch ein Stück weit ab, wenn wieder diese alltägliche Korruption, missglücktes Regieren und so weiter dazukommt. Jetzt aber wieder ist es stärker denn nieder. Und ich frage mich wirklich, wie Wladimir Putin das unterschätzen konnte. Also zu glauben, naja, wenn man glaubt, dass die Ukraine keine eigenständige Nation ist, dann hat man vielleicht auch von der Gesellschaft keine Ahnung. Es ist eine so andere Gesellschaft als die russische. Trotz aller familiärer, kultureller, sprachlicher Verbindungen. Dima hat eben beschrieben, wie es ist, in Kiew zu sein, was für eine schöne Stadt das ist. Und mir fiel es immer auf, in den Jahren 2014, 2015, wie Kollegen und Kolleginnen, die aus Moskau angereist kamen, also berichteten über den Krieg. Ich war dann auch in Deutschland stationiert, also habe in Deutschland in der Redaktion gesessen und bin dann immer irgendwie in die Ukraine sozusagen entsandt worden. Und wenn wir uns trafen in Kiew, dann sah ich wirklich, wie die durchatmen. Es ist einfach eine andere, eine freiere Gesellschaft als die russische. Ich würde ganz gerne zu der Frage, was es für Fehleinschätzungen von Putin, aber auch Fehleinschätzungen über Putin gegeben hat, in der zweiten Runde kommen. Ich würde ganz gerne auch einmal Franziska Brandner auf
ähnlich sozusagen persönlicher Ebene fragen. Sie sitzen jetzt als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Umwelt und wir sprechen auch später über die konkreten Maßnahmen und Sanktionen. Aber ich würde Sie trotzdem auch gerne einmal persönlich fragen, wie haben Sie die letzten Tage erlebt und haben Sie auch persönliche Kontakte oder private Botschaften bekommen oder eher sozusagen offizielle Informationen? Na, beides. Also wir haben natürlich die ganzen letzten Tage und Wochen immer sehr viele offizielle oder Einschätzungen aus unterschiedlichen Richtungen bekommen. Aber die letzten Tage und ich würde sagen auch Wochen natürlich sehr viele, die mich auch direkt kontaktiert haben. Also Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete dort, viele aus dem Baltikum, viele, die ich aus zivilgesellschaftlichen, feministischen Zusammenhängen kenne, die natürlich alle auch per WhatsApp mir schreiben, Franziska, du kannst jetzt was tun, tu was. Und mir geht es so, dass ich als Europapolitikerin immer gesagt habe, ich verteidige die Europäische Union mit all ihren Mängeln, weil sie uns Frieden geschaffen hat. Und ich muss so häufig zurückdenken, wie in den letzten Jahren man dafür so belächelt wurde, so ausgelacht wurde. Ja, Frau Brandner mit ihrem Frieden und Europa. Gib mir mal eine neue Begründung für Europa, Franziska. Und ich habe immer gesagt, Frieden ist nicht Gott gegeben, ihr Lieben. Da muss man für kämpfen. Und ich habe aber auch selber nicht geglaubt, dass es so schnell zum Krieg kommt. Und das ist das, wo man dann manchmal wirklich da sitzt und eine Kollegin im ukrainischen Parlament, die dann auch Bilder ja gesendet hat, wie sie selber dann üben, mit einer Kalaschnikow zu hantieren, zu benutzen. Und die ist sonst Tierschützerin. Und sie auch einfach schreibt, das hätte ich mir in meinem Leben auch nie denken können, aber helft uns. Und das sind natürlich das ist, glaube ich, was Alice Botha gerade gesagt hat. Ne? Es gibt dort einfach eine vielfältige auch Ausrichtung und bei aller Korruption und bei allem, was auch an Reformunwilligkeit es ja gegeben hat. Die Verbundenheit ist schon da und viele von uns haben auch die Kontakte. Wahrscheinlich deswegen, bei mir war es ein bisschen andersrum, ich komme gar nicht mehr danach, allen zu antworten, sondern denke immer, ich muss jetzt arbeiten und dann kann ich antworten. Aber versuche natürlich so vielen wie möglich zu antworten. Vielen Dank erstmal für diese Beschreibung. Ich habe eine Frage, die vielleicht an alle sich richtet, aber also ich fange mal mit Dimitri an, aber es können gerne auch die anderen was dazu sagen. Mich würde die Lage der jüdischen Ukrainer interessieren. Es gibt ungefähr, glaube ich, 43.000, habe ich jetzt nachgelesen. Ich bin keine Expertin für diese Gegend, ich kenne mich nicht gut aus. Alles, was ich heute frage und spreche, ist sozusagen angelesen. Aber von den jüdischen Ukrainerinnen und Ukrainer sind eben auch welche noch aus der Generation der Überlebenden des Holocaust. Wir haben vermutlich alle am Montag die Rede von Wladimir Putin gehört, in der von Denazifizierung der Ukraine sprach. Also eine wirklich historische Perversion, muss man mal sagen, die man kaum wiederholen mag. Ich würde ganz gerne etwas, wissen Sie etwas über die Bedrohungslage der jüdischen Ukrainerinnen und Ukrainer? Ich fange mal mit Dimitri an, aber gerne auch die anderen. Also grundsätzlich sind die jüdischen Ukrainer genauso verstört und einfach in Todesangst wie alle anderen Ukrainer auch. Gleichzeitig, das ist eben Teil der jüdischen Erfahrung, weiß man, wenn es für alle gefährlich wird, wird es für die Juden besonders gefährlich. Also dieses Verständnis gibt es. Die Assoziation der ukrainischen
also jüdisch-ukrainischen Gemeinden und Vereinigungen haben sich auch an Deutschland schon gewendet, zusammen und haben auch an die historische Verantwortung Deutschlands appelliert und gesagt, bitte unterstützt uns, lasst uns nicht allein, gebt uns Waffen. Gerade in Kiew haben die Gemeinden auch schon, also unter dem Rabbi Bleich heißt er, das so organisiert, dass es vor Kiew ein jüdisches Geflüchtetenlager geben soll und dann nochmal im Westen Ukraine, falls dieser Teil zu gefährlich wird. Und Israel hat auch schon, also Bennett hat vorgestern gesagt, dass man also zuerst die israelischen Bürger evakuieren würde aus der Ukraine, aber sich eigentlich auch schon darauf einstellt, deutlich mehr Menschen, jüdische Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Und was man aus Israel hört, sind auch die Anträge auf Aliyah, also auf die Rückkehr nach Israel, schon um mehrere hundert Prozent gestiegen. Mhm. Also das ist, was ich so an Prozessen weiß. Auf emotionaler Ebene, so selbstverständlich, werden die älteren Menschen krass retraumatisiert. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Also dass Kiew wieder so militärisch angegriffen wird, ist also für die Menschen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben als Juden, also lässt sich gar nicht in Worte fassen, wie schrecklich das ist. Ich weiß nicht, ob das so ganz passt, aber ich erinnere mich an so ein Gespräch zwischen, da waren wir in Israel, zwischen meinem Vater, der aus Kiew kommt, und seinem Freund Boris Tigrevich aus Kiew, der nach Israel gegangen ist. Und sie sprachen so über die Zeit, nachdem die Sowjetunion kollabiert ist, als es auch hieß, es könnte Pogrome explizit gegen ukrainische Juden geben. Und Boris hat dann erzählt, wie ihm eine Oma aus ihrem Chruschtschowka-Ziegelhäuschen gesagt hat, wenn was ist, könnt ihr in unseren Keller. Und an dem Moment hat er gewusst, ich muss hier weg. Und also diese Kontinuität, dass man als Jude bedroht ist, die war nie weg. Und natürlich flammt die jetzt auf. Ja. Vielen Dank erstmal. Ich würde ganz gerne, weil wir damit auch bei der Frage eben der Fluchtbewegungen sind, ganz gerne von sowohl Alice Butter als auch Franziska Brandner eine Beschreibung der Fluchtbewegungen nach Polen einerseits, nach Rumänien, nach Moldau. Ein bisschen eine Einschätzung hören einerseits, was für Ängste in diesen Ländern selber natürlich auch gerade bestehen und was wir hören über die Möglichkeiten, überhaupt dorthin zu kommen. Und die Aufnahmemöglichkeiten. Vielleicht fangen wir mit Alice Butter an und dann gerne Franziska Branden. Ich bin ja nicht vor Ort und kann deshalb keine verifizierten Eindrücke bieten. Nach allem, was ich mitbekomme, ist, dass alle Länder, Slowakei wären auch noch zu nennen, aufnehmen und es offenbar sehr unbürokratisch tun. Also es gibt eben das Problem, dass sehr viele in der Ukraine keinen Auslandsreisepass haben. Keine was? Nochmal? Keine? Auslandsreisepass. Also man kann mit seinem Personalausweis eben nicht ausreisen und muss eben dieses Dokument beantragen. Das haben viele nicht und Polen nimmt eben offenbar und auch die anderen Länder ohne diese Pässe Familien auf. Und von Juri Lokot haben wir gehört, wie sich das alles an den Grenzen staut, was für ein Andrang das ist, wie viele Stunden Menschen ausharren müssen. Aber ich kriege eben auch mit, als ich mal einen Blick in die polnische Community geworfen habe im Netz, wie groß die Hilfsbereitschaft ist. Mhm. Die ich jetzt auch übrigens in Deutschland erlebe. Für das erste Mal, seit dieser Konflikt begonnen hat, 2014, spüre ich eine echte, weit verbreitete Solidarität mit der Ukraine. Erst jetzt. Und das heißt, es werden Leute aufgenommen. Es gibt eben diese sehr, sehr engen Verbindungen zwischen Polen und Ukraine. Es gibt eine gemeinsame Geschichte, die auch zum Teil furchtbar und unaufgearbeitet ist. Aber obwohl, das ist die Ironie des Schicksals,
Wladimir Putin eben immer wieder sagt, wir müssen denazifizieren, und mir kommt wirklich das Grauen, wenn ich das höre, haben die Polen offenbar kein Problem damit, eben Menschen aufzunehmen, obwohl auf ihrem Territorium, also in Polen, während des Zweiten Weltkriegs auch ein furchtbares Massaker von ukrainischen Nationalisten verübt worden ist. Ähnliches gilt auch für die Slowakei, sehr unbürokratisch. Ukrainer dürfen wohl, wie das umgesetzt wird, ist abzuwarten, arbeiten, ohne sich jetzt erstmal um Arbeitsgenehmigung, Anerkennung und Ähnliches kümmern zu müssen. Also man versucht sie im Prinzip, zumindest auf Papier, sofort ins Leben einzubinden. Und da hilft es natürlich, dass beispielsweise viele Ukrainer aus dem Westen Polnisch können oder Polnisch gar sprechen, dass sehr, sehr viele ukrainische Arbeitsmigrantinnen und Migranten in Polen, es sind mehrere Millionen, bereits leben. Und es gibt sozusagen ja, eine familiäre Infrastruktur, auf die sich viele irgendwie zurückziehen können. Und Ähnliches gilt natürlich auch für die Slowakei. Wie das in Rumänien aussieht oder in Moldau, weiß ich nicht. Was mich nur einfach so wahnsinnig berührt, ist Moldau, eins der ärmsten Länder Europas, öffnet seine Tore und nimmt auf und nimmt in erheblichem Maße auf. Und sie haben gerade eine Gas- und Energiekrise, weil sie ebenfalls abhängig sind von russischen Energielieferungen, die immer wieder im Zusammenhang mit Moldau ein Machthebel waren. Man ließ sie also genau spüren, wenn man mit der Politik nicht zufrieden war. Und trotzdem sind sie da. Franziska Brandner auch zu der Frage, was Sie beschreiben können an den Fluchtbewegungen einerseits, aber vielleicht auch an der Aufnahmebereitschaft dieser Länder und auch der Angst natürlich vor dieser Bedrohung. Wenn ich darf, würde ich noch eine Sache zu dieser jüdisch-ukrainischen Frage und Entnazifizierung. Es gibt ja dieses verifizierte Sharepick, was sehr weit auch in Russland verbreitet wird, mit Zelensky als Bild drauf und wo dann eben drüber steht, vier jüdische Brüder, drei von ihnen wurden von den Nazis ermordet, einer hat überlebt, sein Enkel ist Zelensky. Da habe ich gedacht, das ist too much. Also aus dem Fakt, dass sein Großvater überlebt hat, ihn heute zum Nazi zu machen, das war, wo ich nur gedacht habe, wie viel Evil muss in diesen Personen stecken, die diese Bilder schaffen und verbreiten. Die sind auch relativ weit in Deutschland verbreitet über Telegram. Und das ist das, was mich auch beunruhigt, dass wir sehen, dass dieses Narrativ bis weit auch in unsere Telegram-Gruppen in Deutschland gespült werden. Und da offensichtlich auch auf einen Boden trifft, dass es so viele Menschen gibt, die es weiter teilen. Anstatt einfach zu sagen, dass es furchtbar, ich lösche es. Zu der Frage der Flüchtlinge. Ich bin sehr froh darüber, dass wir auch beschlossen haben, dass die Menschen, die zu uns kommen, sofort arbeiten dürfen. Also dass wir auch hier, wie die anderen europäischen Länder, sagen, sofort die Arbeitserlaubnis. Was schwieriger ist, und das ist, finde ich, auch sehr tragisch, weil in den letzten Jahren ja viele Menschen aus Russland in die Ukraine geflohen sind, viele Menschen aus Belarus in die Ukraine geflohen sind, die nicht diese Visafreiheit haben, die die Ukrainer haben. Und da sind gerade, oder pakistanische Studenten in der Ukraine. Ja, also die Ukraine hat ja auch viele Menschen aus anderen Nationen und gerade viele Flüchtlinge aus anderen Ländern. Und deren Situation beunruhigt uns etwas im Sinne von, wie kriegen wir die auch alle unbürokratisch raus. Aber wir arbeiten da intensiv dran. Der Rückstau an der Grenze ist mittlerweile relativ lang. Der kommt auch dadurch, dass eben die Männer zwischen 18 und 16 nicht raus dürfen. Was heißt relativ lang? 20 Stunden. Das war zumindest das Letzte, was ich gehört habe. Mag schon wieder anders sein. Aber ich auch den Eindruck habe, dass sehr, sehr viel Unbürokratisches gerade möglich ist. Und ich möchte den Punkt unterstützen, den Alice Botha gesagt hat zu Moldau. Ich finde das so beeindruckend,
Wirklich. Und wir vergessen dieses Land gerade in der Diskussion viel zu sehr. Die werden durch die horrenden Gasrechnungen durch Putin eigentlich auch gerade in die Knie gezwungen. Und das sage ich jetzt überhaupt nicht offiziell, aber mein Reflex war die letzten Tage auch, eigentlich müsste sich jetzt der Westen zusammentun und diese Gasrechnungen zahlen. Und Moldau da rausholen aus diesem Clown. Das wäre so ein Moment, wo irgendjemand, der technisch affin ist, das als Clip bitte nehmen könnte, was Sie gerade gesagt haben. Und vielleicht könnten wir das so ein bisschen verbreiten, das mit dem nicht offiziell nehmen wir raus. Können Sie ein bisschen auch sagen, ich weiß, Sie waren auch im Baltikum, Sie haben das vorhin auch erwähnt, Sie waren jüngst auch im Baltikum. Können Sie ein bisschen beschreiben, auch die Angst vor Ort? Ich war im Anfang Mitte Januar in Litauen und habe übrigens auch seither noch mal wieder einige Kollegen von dort, die ja sehr viel in Deutschland waren, in den letzten Wochen getroffen. Und ich werde es nicht vergessen, dass damals schon alle gesagt haben, Franziska, jetzt sind die Truppen schon in Belarus, sie sind an unserer europäischen Grenze. Nehmt es doch bitte endlich zur Kenntnis, sie sind schon jetzt damit auch an der EU-Grenze. De facto ist Belarus schon annektiert. Ohne dass es irgendwie Empörungswellen gibt. Und seht doch die Umzählung, die mit uns passiert. Und im Baltikum ist die Sorge einfach vor weiteren Schritten militärisch von Putin extrem groß. Also auch die Warnungen gegen Finnland, die verstehen die Balten auch alle als Warnung gegen sich. Ich war ja dort auch, weil Litauen sich ja auch gegen China wehrt. Und es mir einfach wichtig ist, zu zeigen, dass wir mit diesen Ländern solidarisch stehen, auch wenn es uns einen wirtschaftlichen Preis kostet. Jetzt haben Sie sowohl darf ich was ergänzen? Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was Frau Brandner gesagt hat, dieses, bei uns stehen Truppen, ihr seht das nicht. Mhm. Ja. Wir reden jetzt davon, dass jetzt eine Zeitenwende einbricht, dass nie wieder etwas so sein wird, auch im Verhältnis zu der russischen Führung, wie es mal war. Ich habe das schon oft gedacht. Ich habe das 2008 gedacht, als russische Truppen fast in der georgischen Hauptstadt standen. Der Schock war groß und da wurde geheilt, als man sich darauf zurückziehen konnte, dass Michail Saakashvili, der georgische Präsident, nachweislich in einem Untersuchungsbericht provoziert hatte und damit kriegsauslösend war. Was dann aber gerne verdrängt worden ist, ist, dass er nicht dazu beigetragen hat, dass die russischen Truppen nahezu Tbilisi eingenommen haben. 2014 das gleiche, Annexion der Krim. Große Staunen, Schock, nie wieder wird etwas so sein wie früher. Kurz darauf hat man sich eingerichtet in dieser Gefühl, ja, aber die Krim war doch schon immer russisch, was natürlich Unsinn ist, aber Khrushchev hatte das in einer Schnapslaune den Ukrainern zugeschlagen, was auch Unsinn ist. Dann wurde denn der Donbass annektiert. Ich erinnere mich an die Kampagnen gegen mich, als ich darüber schrieb und insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einem Interview sagte, russische Truppen sind an diesem Krieg beteiligt. Es war wirklich keine schöne Zeit auch für mich. Und man konnte sich darauf zurückziehen, dass es kein richtiger Krieg war. Und irgendwie hat ja auch Kiew viel falsch gemacht. Und jetzt haben wir 2022 und natürlich ein Ausmaß, wie wir uns das alle nicht haben vorstellen können. Und ich bin gespannt, ob wir das mit ein bisschen mehr Abstand wieder versuchen, wegzuerklären. Ob es wieder Formate geben wird, in denen jeder seine Meinung zum Besten geben kann und der Diskurs in Deutschland geprägt wird. Und was in diesem Diskurs in Deutschland mich seit vielen, vielen Jahren stört, wofür ich persönlich angefeindet worden bin von Leserinnen und Lesern im Internet, in Kampagnen, ist, dass die Stimmen jener, die es wissen müssen, als hysterisch abgetan worden sind. Ein Teil hat sich natürlich in der europäischen Politik niedergeschlagen. Also ich meine die Polen, die Letten, die Litauer, die Esten. Und die europäische Politik hat darauf reagiert. Es gibt diese fünf Prinzipien, auf die man sich beruht und die sind wichtig. Aber wann immer ich in Hintergrundgesprächen war, in den vergangenen Jahren, insbesondere mit Ländern, die enge Geschäftsbeziehungen mit Russland pflegten, hat man sich aufgeregt und abgekotzt über diese nervigen Staaten, die alles blockieren.
Die haben einem das Geschäft versaut. So hat man es gesehen. Und ich hoffe, dass sich daran wieder etwas ändern wird. Wenn wir davon reden, hätte man das kommen sehen können. In dem Ausmaß vielleicht nicht, aber man hätte besser vorbereitet sein können, wenn jene, die Erfahrung und Grenzen mit Russland und mit dem Kreml haben, wenn man denen wirklich zugehört hat. Vielen Dank für die Einstellung. Ich würde ganz gerne das eine, Ihre Beschreibungen von den verschiedenen Momenten und von den verschiedenen Einschnitten, an denen man schon längst hätte erkennen können, mit was für einem menschenverachtenden Autokraten man es zu tun hat. Also Sie haben Georgien genannt, Sie haben die Krim genannt, Sie haben Donbass genannt. Ich meine, man könnte natürlich auch noch mal ergänzen, der Umgang mit Menschenrechtlern in Russland selber, der Umgang mit Homosexuellen in Russland selber, die Interventionen, von denen wir inzwischen wissen, also Diskurssubversion, Manipulation beim Brexit, die Intervention bei der amerikanischen Wahl 2016. Also ich will nur ergänzen, was es für die Finanzierung von Syrien. Wie bitte? Syrien. Syrien, ja, die Finanzierung von rechten, rechtsradikalen Parteien in Europa. Also es ist nur, um sozusagen das noch breiter zu machen, um ihren Punkt stark zu machen, dass man die Langsamkeit und das Staunen, mit dem da jetzt reagiert wird, wirklich kaum ertragen kann. Und Sie haben auch beschrieben, auch das finde ich einen wichtigen Punkt, dass diejenigen, die wie Sie, und es ist eine Anzahl von, natürlich eine breite Anzahl von Stimmen der Öffentlichkeit, die gewarnt haben, die kritische Stimmen waren, wie die angefeindet und bedroht worden sind. Ich finde, also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das auch mal an dieser Stelle hier auch sagen, da ist auch in den Redaktionen meiner Ansicht nach viel falsch gemacht worden, also bis man verstanden hat, wie stark die eigenen JournalistInnen eben dort auch Anfeindungen ausgesetzt worden sind. Nun würde ich ganz gerne zunächst Franziska Brandner und dann aber gerne alle zu fragen, wie erklären Sie sich denn diese fehlende Solidarität, diese verzögerte Einschätzung der Bedrohung und der Gefährlichkeit von Wladimir Putin? War das eine Fehleinschätzung? War das zynische Bequemlichkeit? War das Angst? Fangen wir mal mit Franziska Brandner an und dann gerne Dimitri. Also das sind Fragen, die wir uns selber natürlich gerade stellen. Ich glaube, ein Fehler war, dass man geglaubt hat, dass Wladimir Putin ein rationaler Diktator ist und irgendwie immer in einer rationalen Logik versucht hat, auch seine Grenzen aufzuzeigen. Und dass bei uns einfach sehr tief sitzend den Wunsch danach gibt, dass man es anders interpretiert. Der ist unglaublich tief sitzend. Und zweitens sind wir, und ich muss sagen, da bin ich entsetzt gewesen, als ich auch in das Ministerium kam, zu sehen, wie abhängig wir sind von fossilen Importen aus Russland, dass wir keinerlei gesetzliche Grundlage haben, zum Beispiel unsere Gasspeicher zu füllen. Also wo man dann auch wirklich einfach sieht, da existieren, das sind nicht nur imaginierte Abhängigkeiten, sondern reelle, die man hat laufen lassen. Oder 2014, ja, zur Zeit des Ukraine, der den Kriegsanfang, als unser Ministerium, der Minister damals, zugelassen hat, dass Wintershall die deutschen Gasspeicher an Gazprom verkauft. Wo man einfach rückblickend sagen muss, wie konnte man 2014, da war das schon die Ukraine-Krise, unsere Gasspeicher an Gazprom verkaufen. Und dann gibt es den, ich glaube, noch tiefer sitzen, und ich glaube, das ist der Wandel, den wir gerade sehen, dass wir in Deutschland ja 70 Jahre lang damit sehr gut gefahren sind, dass wir unseren Frieden hatten und Geschäfte machen konnten, mit wem immer wir wollten. Und dass wir sehr lange und sehr breit, weit verbreitet irgendwie diese Hoffnung hatten, unsere Sicherheit, unser Frieden hat keinen wirtschaftlichen Preis. Und das haben wir auch in den letzten 48 Stunden gesehen.
Und ich glaube, wenn wir in Deutschland nicht akzeptieren, dass wir nicht Costa Rica sind, sondern Deutschland, und dass unsere Sicherheit und der Frieden nicht nur von uns, sondern von Europa auch wirtschaftliche Konsequenzen hat, und wenn wir das daraus jetzt nicht die Konsequenzen ziehen, dann sind wir in 2-3 Jahren nicht weiter. Und ich glaube, das ist der, für mich zumindest, echt sehr große Herausforderung, ob wir es schaffen, diese Solidarität aufzubringen, auch wenn es uns trifft. Dimitri Kapitelmann, auch zu der Frage, wie erklären Sie sich die Fehleinschätzung, die Bequemlichkeit, das Wunschdenken? Also ich würde gern diesen Begriff des rationalen Diktators und der rationalen Logik kurz aufgreifen, in Bezug darauf, wie schockiert nun der Westen ist. Als Putin am Dienstag seine Rede gehalten hat, seinen Geschichtskurs, nichts daran war neu. Nichts. Die Rede davon, dass die NATO und die USA ein stärker werdendes Russland nicht aushalten und es angreifen wollen, die gibt es schon seit vielen Jahren. Die Behauptung, dass die Ukraine kein Staat ist, sondern nur von Gnaden der Sowjetunion erschaffen worden sei, auch das ist schon lange, lange propagandistisch eingeschliffen. Also so wahnsinnig diese Rede daherkam, neu war sie nicht. Und also man kann darüber streiten, was rational ist, aber das ist sein rationell. Das ist sein Programm seit ganz langer Zeit. Und warum ich das so betone, ist, wenn wir ehrlich sind, gab es einfach all die Jahre eine politisch leichter umzusetzende und ökonomisch profitablere Appeasement-Politik. Also jemand kommt und sagt, das gehört uns. Mir egal, welche Verträge es gibt, mir egal, welches Völkerrecht es gibt, wir nehmen uns jetzt die Krim. Jemand kommt und sagt, mir egal, was der Donbass, wem der gehört, das wird jetzt russisches Gebiet, wir verteilen jetzt Pässe. Dass eine vollumfängliche Invasion stattfindet, ist schockierend, aber andererseits, also es passt ja vollkommen ins Profil dieses Politikers. Das tut er ja seit 8 Jahren ist Krieg in der Ukraine. Also warum sollte man nach 8 Jahren schockiert sein, dass noch mehr Krieg in der Ukraine ist, wenn dem Aggressor nicht entgegengetreten wird? Also ich muss zugeben, dass, also ich habe zum ersten Mal am Montag, ich glaube Montag, weil vielleicht ich mich so lange am Stück, also mit einer Verdolmetschung, ich spreche kein Russisch, einen Eindruck überhaupt bekommen können. Also was ich sonst kannte, waren eben Pressekonferenzen, irgendwie Erklärungen, Statements, natürlich auch die Texte, die man liest. Also mich hat jetzt keineswegs die Aggression überrascht. Mich hat nicht überrascht das Absprechen der Souveränität oder der Eigenständigkeit der Ukraine. Das alles nicht. Aber als jemand, die da jetzt zum ersten Mal so einen langen Eindruck von dieser Person hatte, war ich doch überrascht. Also ich hatte auch sozusagen dieses Bild von der Kühle, dem Kalkulierenden, was doch oft so als Attribute zumindest beigestellt worden war. Ich für eine für unvorstellbar gehalten. Und ich bin ja nicht die Einzige, sogar der Präsident Zelensky wurde überrascht, der im Vorfeld die amerikanischen Geheimdienste ja immer wieder zur Ordnung gerufen hat und sich aufgeregt hat, dass die Ukraine durch diese Panikmache destabilisiert würde. Und ich dachte auch so, meine Güte, ausgerechnet amerikanischen Geheimdienste. Und ich lag falsch damit. Sie hatten wirklich mit allem recht. Wahrscheinlich haben sie mit ihren Prognosen nur das Datum nach hinten geschoben. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das Wort vom Wahnsinn so passt. Mhm. Ja, die Ukraine ist etwas sehr Emotionales, nicht nur für Putin. Ich denke auch an jemanden wie Solzhenitsyn, der Archipel Gulag geschrieben hat, ein glühender Nationalist war, der Meinung war, Ukraine ist kein eigenständiges Land, sondern gehört eben zu einem Großrussland und die Ukraine als Kleinrussen bezeichnete. Insofern kann es sein, dass Putin nach wie vor ein rational handelnder Akteur ist, der sich aber einfach gewaltig verspekuliert hat, der nicht gedacht hatte,
dass die Reaktion an Sanktionen tatsächlich so massiv ausfallen würde, dass die ukrainische Armee jetzt nach mehreren Tagen immer noch die Stellung hält und dass die Menschen, die Soldaten nicht mit Blumen, sondern mit Molotow-Cocktails begrüßen. Und er hat auch nicht geahnt, dass, vermute ich zumindest, dass etwas von dieser, im russischen Fernsehen nennt sich das Antiterroroperation des Donbass, dass das tatsächlich über andere Kanäle das Volk erreichen könnte in Russland. Ich habe seit gestern, bin ich auch in Gesprächen mit russischen Freunden, die in Panik sind. Und das sind unterschiedlichste Freunde. Freunde, die schon immer Putin-kritisch waren, Intelligenz, ja, aber auch solche, die mit Politik nichts da zu tun haben, die Impfgegner sind, die irgendwie auch den Staat nichts geben, die in nackter Aufregung sind aus unterschiedlichen Gründen und die zuerst fragen, zumindest die Unpolitischen, erzähl uns, was passiert da? Stimmt das, dass in Donbass Nazis töten? Und das gerät außer Kontrolle. Das hätte, glaube ich, geklappt, wenn Kiew in 1-2 Tagen erobert worden wäre. Deckel drauf, gut ist. Die Staatsmedien, die Propagandasender, die machen da ihre Arbeit. Nun zieht sich das aber schon ein paar Tage. Wenn die ukrainischen Angaben stimmen und es da tatsächlich über 3000 tote russische Soldaten gibt, dann lässt sich es nicht mehr ganz so gut verheimlichen. Ich weiß nicht, was daraus wird, ob dieser Protest in der russischen Gesellschaft nachhaltig ist. Aber es rührt sich da eine Menge. Und das ist für mich eine Überraschung, weil, wie eben gerade, ich glaube, es war Franziska Brandner, ansprach, die Repression allein in dem Jahr, wo ich nicht mehr in Russland war, so massiv zugenommen haben, dass man sich darüber eigentlich auch nicht wundern kann. Also das, worüber ich wirklich verzweifelt bin, war, wenn in deutschen Talkshows die Rede war von legitimen Sicherheitsinteressen Russlands. Und ich denke, meine Güte, guckt die denn nicht in das Land? Wer das muss man doch irgendwie zusammen betrachten. Wer guckt denn Talkshows? Ja. Frau Botha. Ich las dann die erste Frau Botha. Nein, schaut doch ins Land. Diese außenpolitische Aggression wird begleitet von einer enormen innenpolitischen Aggression. Denkt das doch zusammen. Die Schließung von Memorial, die Auflösung von NGOs wie Soldaten, kommentierte Soldatenmütter, die immer dokumentiert haben bei allen Kriegen, wie viele russische Soldaten gibt es. Diese Organisationen existieren heute faktisch nicht mehr. Ja, warum? Heute denke ich, das war ein Teil der Vorbereitung. Können Sie eine Frage an Sie im Anschluss und gerne auch an die beiden anderen etwas zu dieser Frage der sozusagen Distribution des Wissens, der Verteilung von Information oder Desinformation. Es gab jetzt erschütternde Videos von russischen Gefangenen in der Ukraine, ganz, ganz junge Gesichter. Ich kann das weder überprüfen, noch kann ich die Sprache sprechen, aber wenn ich es richtig gelesen habe, waren das fast Kinder, die überhaupt nicht wussten, warum sie in diesen Krieg geschickt worden waren. Deswegen interessiert mich ein bisschen, an was für Informationen kann man überhaupt kommen in Russland? Was sind die Kommunikationswege? Was sind die sozusagen Möglichkeiten, alternative Berichte oder Informationen zu bekommen? Sie haben es gerade erwähnt, Sie werden gefragt. Ja? Was gibt es für Wege, an andere Informationen zu kommen? Vielleicht Dimitri und Alice Botha und Franziska. Ich glaube, das weiß Alice besser als ich. Ja, Alice? Sie haben sich massiv verändert innerhalb eines Jahres. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die ich hatte über die gleichgeschalteten Medien in Russland. Und ich habe mich dagegen immer gewehrt, meine differenziert wollte. Schaut genau hin. Ja, die Staatssender sind alle auf Linie und es gibt nur Staatssender, aber es gibt insbesondere im Internet eine Reihe von hervorragend arbeitenden Investigativjournalistinnen und Journalistinnen, denen wir viel Wissen zu verdanken haben. Also vieles von dem, was wir wissen über den Donbass, über irgendwelche Desinformationskampagnen im Ausland, wissen wir auch dank der Arbeit russischer Medien, unabhängiger Medien. So. Und dann begann eben die Zeit, in der all diese Medien maximal drangsaliert oder gar zugemacht worden sind. Also sie bekamen entweder den Titel ausländischer Agent, mit dem sie jede Nachricht versehen müssen, sich selbst auch, sprich
Werbeträger springen ab. Sie kommen auf Veranstaltungen nicht rein, Interviewpartner, Gesprächspartner, die sind für sie irgendwie nicht mehr zugänglich. Und faktisch stehen sie damit wirklich langfristig gesehen vor dem Aus. Und ein Medium, das ich besonders hervorheben möchte, Projekt heißt das, die hatten bevor das Nawalny-Video über Putins Palast veröffentlicht worden ist, hatten sie über Putins Reichtum und sein Umfeld recherchiert und über seine eine Geliebte, die eben ein Irrsinnsvermögen offenbar verwaltet. Und dieses Medium ist jetzt tatsächlich verboten, heißt Unerwünschte Organisation. Der Chefredakteur lebt jetzt in den USA. Und ich würde sagen, die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind massiv geringer geworden. Mhm. Aber es gibt sie noch. Mhm. Mhm. Es gibt noch so ein paar Quellen. Echa Maskril, bald werden wir die auch nicht mehr sehen, die interessanterweise von Gazprom Bank mitfinanziert worden sind. Das ist so eine Plattform, wo man einfach alle möglichen Meinungen, also von da nach da abgebildet hat. Und dann musste man sich halt eben was raussuchen. Es gibt den Sender Dosht. Es gibt Medusa, die aus Riga berichten. Es gibt immer noch die Novaya Gazeta. Man muss nur wissen, nach wem man suchen sollte. Mhm. Und das sind eben Quellen, die vor allem die städtische Bevölkerung, also die urbane Bevölkerung ansprechen. Und sie erreichen sehr, 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 sehr wenige Menschen. Das Gros informiert sich über das Fernsehen, vor allem die Älteren. Die Jüngeren wenden sich dem Internet zu. Aber ich weiß nicht, welche Quellen sie sich da suchen. Franziska Brandner, wenn wir... Eine Sache ergänzen. Und zwar, man darf nicht unterschätzen, wie wirkungsmächtig das russische Staatsfernsehen immer noch ist. Bei all den Möglichkeiten, bei den vielen Kanälen, die es im Internet gibt und der vielen eigenständigen Kommunikation über Social Media, ist es immer noch sehr wirkmächtig. Und das sage ich aus leidlicher eigener Erfahrung mit Freunden und sogar Familienmitgliedern, die tatsächlich glauben, dass man die NATO aufhalten muss und die Ukraine gerade entnazifiziert. Also dieser Informationskrieg ist mitten im Geschehen. Es wäre sozusagen eine riesige eigene Diskussion, aber inwiefern man Öffentlichkeit als sicherheitsrelevante Infrastruktur begreifen muss, ist, glaube ich, meiner Ansicht nach eines der großen Themen, die man in Europa auch angehen müsste. Franziska Brandner, wenn wir jetzt ein bisschen zu den Sanktionen kommen und zu den Reaktionen, um es mal vorsichtig zu formulieren, das war ja ein etwas holpriges Durchsetzen der Sanktionen. Können Sie einmal beschreiben, wie Sie jetzt dann am Ende in den letzten 48 Stunden zustande gekommen sind, wenn Sie dazu was sagen können? Und vor allem würde mich schon auch interessieren, wie Sie selber die Wirkungsmacht einschätzen. Zu dieser Frage der Wirkungsmacht, also ich glaube, dass Putin das alles eingepreist hat, finanziell, als imperiale Steuer oder sowas. Ja. Aber dass es trotzdem einen Unterschied macht. Mhm. Und dazwischen bewegt es sich, glaube ich. Und dass natürlich Putin seine Kassen sehr gut gefüllt hat, um die geschätzt 600 Milliarden einfach an Reserven, extrem geringe Staatsverschuldung. Daran sieht man auch, dass es über Jahre vorbereitet aufgebaut wurde. Und natürlich die zu geringen Gaslieferungen der letzten Wochen und Monate und die hohen Gaspreise diese Kassen noch wieder gut gefüllt haben. Und jetzt auch gestern, vorgestern ja so viel Gas durch die Ukraine gekommen ist wie monatelang nicht. Und auf dem Spotmarkt die Preise sehr hoch sind und dadurch jetzt seine Kassen weitergefüllt werden. Deswegen ist schon die Frage, wie wir es schaffen, das finanziell zu einfach auch mit zu wirklich sehr harten Schritten zu kommen, die den Unterschied machen. Machen Sie ihn sofort. Ich glaube, es ist wichtig, diese Zeichen zu setzen. Und Sie machen eben aber schon auch Unterschiede
kurz-, mittel- bis langfristig? Welche Technologien können nicht mehr exportiert werden? Welche finanziellen Zugänge gibt es nicht mehr? Können wir ein paar Sachen durchgehen? Also von dem, was wir gehört haben an Maßnahmen und auch dem, was jetzt eben gestern noch Ursula von der Leyen angekündigt hat, können Sie mal einschätzen, was genau präzise beschlossen wurde? Weil es hieß dann immer so Ausschluss aus SWIFT, aber wie vollkommen ist das denn jetzt eigentlich und was Sie für den jeweiligen Instrumenten für eine Wirkung zuordnen würden? Also es gab ja schon seit Beginn der Woche einen Teil der kleineren Banken, die sozusagen, also das heißt gelistet sind, also mit denen dann darf man dann nicht mehr handeln, aber sie waren nicht von SWIFT-System ausgeschaltet, also sie waren noch Teil des internationalen Zahlungssystems. Diese wurden jetzt auch aus SWIFT herausgenommen. Der Unterschied ist, es hört sich jetzt sehr technisch an, aber wenn eine Bank noch bei SWIFT dabei ist, aber nur gelistet, kann man manuell Zahlungen herausnehmen und doch ermöglichen. Mhm. Das ist bei SWIFT dann nicht mehr möglich. Also da kann man nicht sagen, manuell die eine Energierechnung wird jetzt aber doch noch bezahlt. Ich sage mal übertrieben gesagt, ja. Sozusagen, das ist bei SWIFT ist Schalter 1.0, bei Listen ist es nicht 1.0. Mhm. Und zusätzlich zu diesen kleineren Banken wurde jetzt eine der größeren, die VTB, die Amerikaner schon gelistet hatten, noch hinzugefügt. Es gibt noch andere Großbanken, die noch nicht davon betroffen sind. Und dann gibt es eine Limitierung der russischen Staatsbank mit Blick auf ihre Anleihen. Mhm. Das ist auch relevant, gerade mit Blick auf das, was ich vorhin gesagt habe, die Staatskassen, die wie tief die Reserven, wie groß die sind und wie sehr er da Zugang hat. Deswegen ist diese Kombination schon sehr effektiv jetzt am Ende, aber es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und das wurde ja auch eindeutig gesagt, dass man sich vorbehält, noch weitere Schritte zu gehen. Wenn ich das richtig verstehe, wenn ich mal einmal den einen Punkt herausnehmen darf, nämlich die Frage der Staatsbank und damit eben auch der Reserven, das würde einerseits bedeuten, dass man versucht zu verhindern, dass eben Zugriff auf diese Reserven besteht. Und wenn ich es richtig deute, würde das auch bedeuten, dass es keine große Möglichkeit gäbe, auf solche Reserven zurückzugreifen, um den Rubel zu stützen, stabilisieren. Ist genau. Das richtig beschrieben? Genau, das ist richtig beschrieben. Was wirklich wichtig, also das ist ein großer Hebel, man sollte das nicht unterschätzen. Das ist wirklich einer der wirkungsmächtigsten, die man hat. Das wurde bisher nur einmal in der Geschichte getan mit dem Iran. Das ist jetzt das zweite Mal. Also das ist schon nicht eine tägliche Aktion, die man macht, sondern das hat sehr starke Auswirkungen. Und zweitens, und da bin ich auch sehr froh darüber, haben wir es eben auch geschafft, mehr Oligarchen zu listen und die goldenen Visa jetzt endlich auch mal auf die Tagesordnung zu setzen. Für diejenigen, die das nicht kennen, können Sie einmal sagen, was mit goldenen Visa gemeint ist? Goldenen Staatsbürgerschaften und Visa. Das ist das, dass sich Zypern, Malta, aber auch UK, andere ihre Nationalität für viel Geld verkaufen. Und das sehr stark von russischen Oligarchen etc. genutzt wurde und die dadurch natürlich nochmal einen ganz anderen Schutz haben, auch ihrer Geschäfte und ihrer Habe innerhalb der Europäischen Union. Und das war ein Vorschlag, der ursprünglich aus Frankreich kam, die mit auf die Liste zu setzen als Thema. Und war England nicht so dran interessiert, oder? Es gibt ein paar, die daran nicht so interessiert sind. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ich kann ja nur sagen, woher der Vorschlag ursprünglich kam, aber dass wir den unterstützt haben. Und ich denke, dass es war zu Beginn der Woche so, dass die Amerikaner viel, viel mehr Oligarchen gelistet haben als wir Europäer. Die haben immer noch mehr Oligarchen gelistet als wir. So, das sieht man auch schon einfach, dass da die Verknüpfungen auch viel höher sind als in den USA. Sie klingen jetzt trotzdem, wenn ich das so heraushöre, ja, eine Sekunde, Sie klingen jetzt trotzdem skeptisch, wenn nicht, ob das sozusagen weh genug tut, oder Sie würden sagen, doch, ich glaube, das sind jetzt gute Instrumente, nur die Wirkung zeigt sich erst mit einer Zeitverzögerung.
Genau, also meine Skepsis ist, dass ich es schwierig finde zu sagen, deswegen wird jetzt Wladimir Putin aufhören, Kiew zu bombardieren. Das glaube ich nicht. So, deswegen, na, in dem Sinne, glaube ich, könnte man aber vielleicht auch irgendwie alles machen und wahrscheinlich würde es nicht passieren. Aber ich bin, zuversichtlich hört sich furchtbar an, aber ich bin schon der festen Überzeugung, dass diese Maßnahmen einen Unterschied machen. Die Frage ist, ab wann wird er wirklich bemerkbar, spürbar? Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt diese Schritte gegangen sind. Mhm. Alice Butter? Ich habe eine Frage an Sie, Frau Brandner. In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, wo gelistete Personen trotzdem ihren Weg nach Europa fanden. Also sie waren, standen auf Sanktionslisten und es zeigte sich, wenn man die Mittel hat, dann lassen sich diese personalisierten Sanktionen umgehen. Wird sich daran jetzt auch etwas ändern? Wurde da auch nachjustiert? Und die zweite Frage ist, die Schweiz müsste ja mitziehen. Wir wissen auch aus Janukowitschs Zeit, also der frühere ukrainische Präsident, der dann ja nach Russland geflohen ist, als die Maidan-Proteste waren, dass ein erheblicher Teil seines Vermögens und seines Umfelds in der Schweiz geparkt ist. Wie wirkungsvoll sind die Sanktionen, wenn die Schweiz nicht mitmacht? Tja, also ich habe in den letzten Tagen auch sehr viel mit Schweizern telefoniert. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Ministerpräsident ist auch, also wir sind da wirklich alle auf allen Ebenen dran. Morgen ist da eine wichtige Entscheidung. Ich kann jetzt keine mehr weiteren Details gehen, aber der, ich sag mal so, der Credit Suisse-Skandal, der ja diese Woche auch unter anderem von der Süddeutschen mit aufgedeckt hat, den kann man gar nicht unabhängig sehen von den Kriegsvorbereitungen. Und dass eigentlich in so einer Woche die Schweiz nicht sofort sagt, wir übernehmen die europäischen Sanktionen. Aber gut, wir haben selber auch, ich möchte gar nicht auf andere mit dem Finger zeigen. Bei der Umsetzung, dafür wurde jetzt auch extra eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Umsetzung zu beschleunigen. Das war uns auch wichtig, weil wir auch gesagt haben, man kann auf dem Papier viel verabschieden und besonders hart sein, wenn es nachher nicht wirklich in der Umsetzung einen Unterschied macht. Dann ist es auch wohlfeil. Dafür wurde jetzt extra eine Arbeitsgruppe für die Umsetzung gegründet. Und da werden, soweit ich das sehe, Top-Leute reingeschickt gerade, die jetzt wirklich dafür arbeiten müssen, dass es überall in allen Ländern auch umgesetzt wird. Wenn ich eine Sache noch ergänzen darf, auch zu der Frage, vielleicht gerne an alle, wenn wir jetzt über die Sanktionen sprechen, bräuchte es nicht auch Sanktionen gegen Belarus? Ja, Dimitri und Alice. Also auf die Frage ja, ganz einfach. Ich bin bei diesem Punkt wieder bei der Frage, wie rational ist Putin? Also lässt sich ein Krieg, der wahrscheinlich nicht wegen Geld geführt wird, glaube ich nicht, dass die Ukraine für Russland profitabel ist, also eine besetzte Ukraine. Ich weiß nicht mal, ob sich Russland die leisten kann eigentlich. Also die Frage ist, wenn dieser Krieg aus manischen, emotionalen, großmachtsfantastischen, imperialistischen Gründen geführt wird, kann man das dann mit entzogenem Geld stoppen? Das weiß ich nicht. Ich, meine Vermutung wäre, aber ich lass mich gerne korrigieren, meine Vermutung wäre, dass es weniger, das hat ja auch Franziska Brandner gesagt, jetzt die Hoffnung wäre, dass er sich dadurch in dem konkreten aggressiven Vorgehen in der Ukraine sofort stoppen lässt, als dass es eher Widerstand innerhalb Russlands gibt und es vielleicht einfach sozusagen im Apparat oder in der Elite, wer immer dazugehört, sich stärkere Skepsis auftut, ob man sich das sozusagen leisten kann. Ja? Ich verstehe, dass Sanktionen vor allem mittelfristig einen Unterschied machen können. Ich sehe aber auch, Sie haben das Beispiel genannt, dass dieses ganz harte Instrument bisher im Iran praktiziert wurde. Im Iran ist das Regime noch an der Macht. Und ich glaube, im Iran ist das Regime auch nicht verarmt in der Zwischenzeit. Alice Butter, auch zu der Frage nach den Sanktionen der Wirkungsmächtigkeit, aber auch der Frage nach Sanktionen gegen Belarus. Die Sanktionen gegen Belarus sind ein Muss. Belarus hat zwar, also Belarus und Diktator Alexander Lukaschenko und seine Clique sind ja mit insgesamt 5 Sanktionspaketen überzogen worden seit dem Sommer 2020.
Und da muss tatsächlich noch mehr folgen, aber meines Wissens wird das auch diskutiert. Entscheidend ist es deshalb, weil Belarus im Norden, also südlich, aus belarussischer Sicht liegt die Ukraine südlich, aus ukrainischer Sicht im Norden. Und es sind von der Grenze bis nach Kiew ungefähr 160 Kilometer. Und weil Belarus und Russland diese gemeinsame Militärübung hatten, die ganz offenkundig, wie wir jetzt wissen, eine Vorbereitung der Offensive war und weil Alexander Lukaschenko sie gewähren ließ, hat es zwei Sachen zur Folge. Die russischen Truppen stehen jetzt wirklich in Kiew oder in Vororten, das wäre so schnell nicht möglich gewesen. Und die belarussische Souveränität hat aufgehört zu existieren. Also zwei Diktaturen haben sich zusammengetan, um sich an der Macht zu halten. Und natürlich muss das mit Belarus ebenfalls Sanktionen nach sich ziehen. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das auch eine Vorbereitung ist. Franziska Brandner kann vielleicht dazu. Also genau, belarussische Personen sind auch schon mit auf der Sanktionsliste. Das sind nicht nur russische Personen. Deswegen, das wurde schon mit berücksichtigt. Ich würde nur gerne, also ich sehe den Punkt. Deswegen haben wir auch nicht jetzt einen kompletten SWIFT-Ausschluss, weil der eben auch die Bevölkerung sehr hart treffen kann. Dann gibt es keine Medikamente, die mehr geliefert werden. Deswegen haben wir jetzt auch den anderen Weg am Ende gewählt. Das glauben Sie auch, das ist tatsächlich der Grund, weil es gab ja auch, man könnte ja auch sagen, das ist vorgeschoben. Also man schiebt sozusagen auch humanitäre Begründungen vor und in Wahrheit fürchtet man die sozusagen Auswirkungen auf die eigene Wirtschaft. Ich glaube, es war immer ein Mix. Aber es gab auch eben wirklich, aus dem Iran gibt es ja auch sehr gute Studien, wie sich manche, also wie es, ja, welche negativen Effekte es auch hatte, die man dann schwierig wieder versucht hatte zu umgehen durch Hilfslieferungen etc. Aber ich würde auch jetzt, also es wäre, glaube ich, falsch zu sagen, das ist der einzige Grund. Ich würde noch gerne aber sagen, im Sinne von was wahrscheinlich die effektivste Sanktion wäre, und ich hoffe, dass wir das jetzt wirklich nicht nur als Regierung, sondern als Land und als Europa sehr energisch angehen können, ist einfach, wenn wir es schaffen, unabhängiger von fossilen Importen aus Russland zu werden. Ich glaube, manche kennen mich, ich habe schon immer gesagt, dass die Energiewende eine sicherheitsrelevante Frage ist. Und ich fand es immer furchtbar, wenn man gesagt hatte, Nord Stream 2 ist ja nur Energiepolitik und hat mit Sicherheit nichts zu tun und wie viele Debatten ich dazu geführt habe. Und ich hoffe, dass jetzt auch der Letzte bei uns aufgewacht ist und merkt, dass wir mit der Energiewende wirklich vorankommen müssen. Meinen Sie Herrn Söder, der sagt, ich will keine Windkraftanlagen. Ich meine diejenigen, die jetzt irgendwie noch Neubaugebiete in ihren Städten machen und Gasleitungen fürs Heizen legen. Ich meine all jene, die immer noch sagen, ich will aber keine Leitung bei mir in der Nähe haben und ich will keine Windkraftanlage haben. Ich hoffe wirklich inständig, dass wir jetzt da einen Zacken zulegen. Wir müssen es. Sonst, finde ich, haben wir die Lektion aus diesem Winter und der aktuellen Situation nicht gelernt. Und das bedeutet auch, und das ist für uns Grüne der schwierigere Teil, dass wir LNG-Terminals bauen. Also Sie sagen, was das ist, also Flüssiggas? Flüssiggas, ja, Entschuldigung. Dass wir auch Flüssiggas-Terminals bauen. Das ist bisher vor allem in Spanien, glaube ich. Genau, wir kriegen ja schon viel Flüssiggas, gerade auch über Belgien, die Niederlande, aber das reicht eben europäisch nicht, auch die Leitung nicht und deswegen eigene Terminals bauen werden. Das gehört dann eben auch genauso dazu, aber ich hoffe, dass der andere Teil auch dazu gehört, weil am Ende ist es das, was ja Putins Kassen füllt. Und ich sag's mal so, ein Krieg, ja, der kostet schon auch Geld. So, deswegen ist das Geld nicht komplett irrelevant, weil das muss man sich schon auch leisten können, Krieg zu führen. Nun würde ich ganz gerne zwei Fragen anschließen. Das eine ist ja, dass Sie sagen, dass eine der Konsequenzen dieser Situation und dieses Krieges, also natürlich die Erkenntnis ist, dass man sich vorher viel zu stark abhängig gemacht hat von fossilen Energieträgern, aber eben auch von Russland. Und dass die Energiefrage als sicherheitsrelevant
verstanden wird. Und daran anschließend würde ich schon doch ganz gerne auch noch fragen wollen, ja, was bedeutet es denn finanziell für die hiesigen Haushalte? In welcher Art und Weise wird es eben doch auch nötig sein, es sozial abzufedern, was man jetzt beschlossen hat an Maßnahmen und womit man rechnen muss, dass es sich eben sehr, sehr stark auf die hiesige Preisentwicklung auswirkt, auf die Lebensmittelpreise, also nicht nur auf die Energiepreise, auf die Lebensmittelpreise, dass vermutlich eine Inflation ansteigen wird. Wir können auch damit rechnen, dass bestimmte Rohstoffe, also jetzt eben nicht nur Energie, sondern auch, ich sag mal, Aluminium, Palladium, also es wird eine ganze Reihe von Stoffen geben, die bedeutsam sind und die möglicherweise eben eine knappe Ressourcen werden. Können Sie ein bisschen etwas dazu sagen, wie man, also A, womit Sie rechnen und B auch, ob die Regierung auch darauf eingestellt ist, es sozial abzufedern? Also wir haben ja letzte Woche auch, war es letzte Woche oder diese Woche, die Zeit irgendwie, schon, es verschiebt sich gerade so alles irgendwie die Stunden, das Entlastungspaket, das also zweistellige Milliardenpaket verabschiedet mit Heizkostenzuschuss, Familien extra nochmal einen Kinderzuschlag, genau aus dem Grund. Also das ist schon ein relativ breites Paket, zweistelliger Milliardenbetrag. Und da ich würde mal jetzt hier prognostizieren, jetzt auch nicht offiziell, dass das nicht das letzte Paket war dieses Jahr. Und dass wir voll im Bewusstsein haben, dass wir das sozial abfedern müssen. Wie geht es denn Herrn Lindner dabei? Ja, gute Frage. Der wird liberal abgefedert. Der wird abgefedert. Liberal abgefedert. Und wenn ich noch was sagen darf, eigentlich ist es ja so, dass die Erneuerbaren günstig sind. So, das ist ja momentan die billigste, also günstigste Energie. Nur, dass unser Energiemarktdesign sich ja immer am teuersten berechnet. Das ist alles hochkomplex. Auch das schauen wir uns gerade wieder an. Ja, aber die Sorgen, aber es gibt natürlich nicht ganz unberechtigte Sorgen, dass es gerade bei einer Erhöhung der Energiepreise... Wir müssen es abfedern sozial, absolut, 100%. Aber wir müssen auch gucken, wie wir den Strommarktdesign so machen, dass der günstige Strom, den wir haben durch die Erneuerbaren, auch wirklich beim Kunden ankommt. Und das ist zum Beispiel so, dass die skandinavischen Länder, auch die baltischen Länder, haben jetzt trotz der gesamten, also wir sind ja, die Energiepreise, Gaspreise sind ja überall hochgegangen, nicht nur bei uns. Und die Skandinavier und Balten waren vergleichsweise besser dran. Und dann guckt man natürlich und fragt danach und sagt, was ist denn eigentlich der Unterschied? Da gibt es sehr viele, aber einer von denen ist, dass sie zum Beispiel ein komplett digitalisiertes System haben. Ja, bei uns die Zähler zu Hause, ne? Ich sag mal nur, da sind wir noch sehr weit davon entfernt, das so zu haben wie unsere baltischen oder skandinavischen Länder. Aber was ermöglicht, wirklich stundengenau dann Energie einzukaufen und dann die billigen? Also das sind auch so Sachen, die... Mhm. Hören sich jetzt vielleicht sehr technisch und abstrakt ab, aber wir müssen halt jetzt jeden Weg gehen, der es uns ermöglicht, es, sagen wir mal, so zu gestalten, dass wir es allen ermöglichen können. Und das sind die Punkte, wo man auch manchmal dann denkt, okay, krass, stimmt eigentlich. Also ne, wir wissen, dass wir kein hochdigitalisiertes Land sind, das haben wir spätestens in der Pandemie gemerkt, aber dass sich das halt auch auswirkt, zum Beispiel auf Energiepreise. Das ist jetzt wirklich ein Faktor, ein kleiner, aber der auch exemplarisch ist, finde ich, für was wir in den letzten Jahren alles nicht voranbekommen haben. Ich würde ganz gerne, Alice Butter, eine Sekunde, ich würde ganz gerne, weil wir in der Zeit schon relativ fortgeschritten sind und ich jeden Moment damit rechne, dass das Kind von Alice Butter auch teilnimmt an unserer Diskussion. Deswegen würde ich ganz gerne, wenn ich ein Stück Sie zurückstellen darf mit dem Kommentar und gerne noch eine andere Themen komplex aufmachen darf, nämlich die Frage des Völkerrechts und auch die Frage der anderen Mittel der Bestrafung oder der Reaktion. Die erste Frage wäre an Alice Butter. Die Frage, wie sehr die Vereinten Nationen und der Sicherheitsrat eigentlich nutzlos geworden sind, um es präzis zu sagen, ich meine nicht die Charta, sondern ich meine die Architektur und eben damit auch die Entscheidungsfindung oder Nichtfindung
und die Entscheidungsprozesse im Sicherheitsrat? Ich glaube, die Nutzlosigkeit hat sich ganz gut zum Ausdruck gebracht in einer Radionachricht, die ich gehört habe letzte Woche. Die UN-Resolution, die die russische Gewalt oder das russische Vorgehen in der Ukraine verurteilen soll, wird durch ein russisches Veto blockiert. So, eigentlich ist damit alles gesagt. Inwiefern die Strukturen reformierbar sind, das weiß, glaube ich, Franziska Brandner eher als ich, die dazu promoviert hat. Ich wollte ihr ein bisschen Zeit zum Nachdenken geben. Also ich dachte, ich frage jetzt mal Sie. Und die hat schon aufgeseufzt, als die Frage kam, Franziska Brandner. Ich würde das mit der Nutzlosigkeit auch nicht unterschreiben. Weil das war natürlich klar, dass es ein russisches Veto geben wird. Aber es war trotzdem sehr relevant zu sehen, wie verhält sich China, Saudi-Arabien, die anderen Länder. Und diese Länder auch zum Schwur zu bringen, zu sagen, wie stimmt ihr eigentlich ab? Und dadurch auch eine Debatte. Und natürlich hat das auch Rückwirkungen zu ermöglichen. Das hätten wir nicht ohne den Sicherheitsrat. Natürlich ist der am Ende, war klar, dass es ein Veto gibt. Aber die Arbeit, die reingegangen ist, sicherzustellen, dass nicht noch zwei, drei andere ein Veto einlegen, dass es dort auch klare Signale gibt, das finde ich, ist schon sehr viel wert. Deswegen würde ich eine komplette Nutzlosigkeit nicht so unterschreiben. Weil ich glaube, das spielt schon auch immer noch eine Rolle. Und zum Beispiel China war dadurch wirklich sehr unter Beobachtung. Saudi-Arabien, andere Länder. Und das macht einen Unterschied, davon bin ich trotz allem überzeugt. Und die Reform der Vereinten Nationen ist nochmal ein anderes Thema. Meine Dissertation ist zum Ergebnis gekommen, dass das nur klappt, wenn die Europäische Union nicht mit einer Stimme spricht. Das ist etwas counterintuitive, aber das erkläre ich wann anders. Ist denn, Dimitri Kapitelmann, wenn Sie die Situation jetzt anschauen, und natürlich im Moment sind auch die Debatten, die wir jetzt hier heute führen, natürlich beschämend weit weg von der Situation der Menschen vor Ort. Also auch das muss man immer sagen und finde ich auch sich vergegenwärtigen. Trotzdem merke ich, dass mindestens ich beim Zuschauen und beim Verfolgen der Nachrichten immer in so einer Doppelzeitlichkeit bin. Einerseits genau in dieser Zeit jetzt gerade und dann gibt es dieses Moment von völliger Verzweiflung und eben auch wirklich dem Gefühl von Beschämung, von Schuld, auch nicht früher erfolgreich gewesen zu sein oder nicht früher so einen Widerstand dagegen aufgebaut zu haben. Und trotzdem gibt es aber eine andere Zeitlichkeit, in der ich denke, okay, aber am Ende kommt er vor den Internationalen Strafgerichtshof. Haben Sie sowas auch? Haben Sie auch so eine Hoffnung oder ist das für Sie viel zu weit weg und vielleicht auch viel zu aussichtslos? Also das am Ende ist doch, ich erinnere, ich war im, Entschuldigung, wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, aber man ist auch so durcheinander vor Aufregung, aber ich weiß, dass ich in Albanien war und einen OSZE-Mitarbeiter traf, der vorher im Kosovo gewesen war und der in seinem Büro eine Karte hatte, auf der er genau markierte, wo es zu Verbrechen gekommen war und wo es Massaker gegeben hatte. Und er hatte unter diese Karte den Satz geschrieben, somebody's got to pay for this. Und ich werde es nie vergessen, mein ganzes Leben lang habe ich immer dieses somebody's got to pay for this im Kopf. Und das wollte ich Sie fragen, ob das auch etwas ist, worüber Sie nachdenken oder ist das viel zu weit weg? Nee, ist nicht so weit weg. Ich würde es versuchen, mit dem vorherigen Punkt zu verbinden. Man kann von Nutzlosigkeit sprechen, man kann aber auch daraus ablesen, die Dringlichkeit dieser Architektur der Vereinten Nationen und Sicherheitsrates so zu reformieren, dass sie funktionieren. Und zwar nicht nur in der Charta, sondern in der Realität. Was ich damit sagen will, ist, ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass Putin irgendwann in Den Haag sein wird.
Und ich fühle mich auch nicht so weit entfernt von dem, was da geschieht. Nicht, weil ich in diesem Land und in dieser Stadt geboren bin, sondern weil man mit einem Tag mit einem Bus dahin fahren kann. Mhm. Also jetzt wird eine Demokratie direkt vor unserer Tür angegriffen. Mit allen Problemen, die sie hat, mit all der Oligarchie. Es ist ein freies Land. Ich wollte schon die ganze Zeit einen Witz erzählen darüber, wie verschieden die russische und die ukrainische Gesellschaft sind. Und der Witz geht so, dass ein Straßenhund, übrigens habe ich den auf dem Weg in die Krim erzählt bekommen, ein Straßenhund geht aus der Ukraine nach Russland und die Grenzposten sind so. Ein Straßenhund, habe ich gesagt. Ja, ein Straßenhund. Ja? Hat keinen Bock mehr auf die Ukraine, geht rüber nach Russland. Und die Grenzbeamten sind so, oh, soll er halt gehen. 2 Wochen später kommt der Hund zurück und will zurück in die Ukraine. Und die Grenzbeamten fragen den Straßenhund, warum? Und er sagt, da ist auch scheiße, aber in der Ukraine darf man bellen. Also, was ich damit sagen will, ist, ich, Sie alle, wie wir hier sitzen und frei sagen, was wir denken, sind da auch gerade angegriffen. Soweit ist das nicht. Und leider sind wir nicht mehr an dem Punkt, dass man sagen kann, somebody's gonna pay for this, aber wir wissen nicht, if the right one is gonna pay for this. So, also so leicht quasi mit magischem politischem Denken kommen wir da nicht raus. Und deswegen, wir müssen natürlich darüber sprechen, was das für uns jetzt konkret bedeutet, dass das Heizen teurer wird, dass Rohstoffe knapper werden, teurer werden, das stimmt alles. Aber es steht halt deutlich mehr auf dem Spiel als das. Alice Butter, auch für Sie die Frage, ist das was, an das Sie denken können? Oder würden Sie sagen, also die Frage nach dem Internationalen Strafgerichtshof, ja. Übrigens auch eine Frage nach Klagen vom Europäischen Gerichtshof, aber internationaler Straf, oder ist das für Sie einfach so fern? In keiner Weise denke ich daran, weil das, also passiert ja alles jetzt. Also für mich fühlt es sich obszön an, am Telefon zu beobachten, schau an, die ukrainische Armee konnte Kiew noch einen Tag halten und noch einen Tag. Und die ganze Welt schaut eigentlich zu. Mhm. Und jetzt nach und nach und nach werden doch Waffen geliefert. Ich war übrigens gegen die Waffenlieferung, weil ich auch glaube, dass die Europäische Union eine andere Sprache sprechen muss, Sanktionen, wenn etwas schiefläuft. Die Eskalationsdynamik mit so einem Diktator kann sie nicht gewinnen. Aber ich lag falsch. Ich muss es so sagen, ich lag falsch. Und Gott sei Dank hat meine Meinung irgendwie niemanden interessiert und ich habe sie auch nicht öffentlich geäußert. Wir schauen jetzt zu und sehen, diese Armee ist viel widerstandsfähiger, als wir gedacht haben. Und sie wehrt sich und die Bevölkerung wehrt sich. Und es beschämt mich, wenn ich den Aufruf sehe, an die Bevölkerung Molotow-Cocktails zu basteln. Und bei all dem sind wir live dabei. Und deshalb kann ich nicht darüber nachdenken, ob Putin irgendwann mal vor dem Internationalen Strafgerichtshof enden wird oder nicht. Ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass dieser Satz des OSZE-Beobachters Trost an sich selbst ist, um an diesem Leid nicht zu zerbrechen, das er da dokumentiert hat. Ich habe ihn übrigens angeschrieben, 20 Jahre später. Ich habe den versucht, ausfindig zu machen und habe dem dann, der lebt in, ich glaube, Kanada, bin ich nicht ganz sicher, und habe ihm geschrieben. Und er war selber völlig irritiert über diesen Satz. Er erinnerte zwar auch, dass er den hatte, aber es sind ihm, glaube ich, sämtliche Illusionen oder Hoffnungen in der Zwischenzeit abgeschliffen worden. Ja. Aber ich will eben nicht darüber reden, was kommt, sondern was passiert jetzt und was kann man jetzt tun. Und da ist der weiße Elefant im Raum, gerade in Deutschland, und ich glaube, den müssen wir uns echt stellen. Die Frage auch an beide, an Franziska Brandner und an Dimitri Kapitelmann. Alice Butter hat eben selber gesagt, sie wäre vorher gegen Waffenlieferung gewesen und hätte jetzt das nachträglich als Fehler eingeschätzt. Vielleicht würde ich gerne Sie beide einmal fragen, wie das für Sie ist. Ja, ich habe einem ähnlichen Fehler unterlegen, weil man nicht weiß, was mit diesen Waffen im Anschluss geschieht. Also ein Gebiet noch weiter zu militarisieren, auch international, ist... Das haben Sie früher gedacht oder das denken Sie jetzt?
Ich habe es nicht richtig verstanden. Naja, also ich wäre tendenziell auch gegen Waffenlieferungen gewesen und zuerst für wirklich konsequente Sanktionen. Und ich schlafe auch immer noch nicht ruhiger, wenn ich mir vorstelle, dass noch mehr und mehr und mehr Waffen in die Ukraine gebracht werden. Mhm. Das ist jetzt schon eines der vermintesten Länder der Welt im Osten. Mhm. Aber ja, der weiße Elefant ist wie sonst. Franziska Brandt, ne? Darf ich zu dieser Strafgerichtsbarkeit noch einen Satz sagen? Ja, na klar. Weil ich kann es verstehen, dass es sehr weit weg ist, aber ich finde es sehr wichtig, die Gräueltaten, sondern jetzt den Einsatz von Streubomben auch zu dokumentieren. Und Sie haben es vorhin erwähnt, ich war Vorsitzender von dem Unterausschuss Zivile Krisenprävention und habe damals sehr dafür gekämpft, dass es diesen Monitoring-Mechanism der UN gab zu Syrien. Da hatten wir es ja, der war ja blockiert im Sicherheitsrat, und dann haben wir es durch die Generalversammlung hinbekommen. Und die haben ja sehr viel dokumentiert, was zum Beispiel jetzt in den Fällen in Deutschland genutzt werden konnte. Und dann braucht man gar keinen internationalen Strafgerichtshof, sondern gute deutsche Gerichte zum Beispiel oder gute französische Gerichte. Und ehrlich gesagt, wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hätte, Franziska, glaubst du, dass aufgrund dieser Daten, der Dokumentation irgendjemand dann mal in Deutschland so verurteilt wird, hätte ich wahrscheinlich auch eher gesagt, eher unwahrscheinlich. Aber es hat ja, also es hat geklappt. Deswegen bin ich da, haben wir auch heute in der Bundestagsresolution auch einen Paragraphen extra zur Dokumentation drin für die Strafgerichtsbarkeit, auch wenn das jetzt aktuell sehr weit weg scheint. Aber wenn es nicht passiert, ist halt die Chance gar nicht existent, dass man dafür jemanden zur Verantwortung zieht. Und zu der Frage der Waffenlieferung. Also mir ging es so, dass ich das Argument nachvollziehen konnte, zu sagen, wir liefern jetzt als Deutschland keine Waffen, weil wir in Dialogformaten sind und versuchen, die Situation zu deeskalieren und eine diplomatische Lösung zu finden. Und wenn wir jetzt Waffen liefern, gibt es diese Dialogformate nicht. Und für mich war auch klar, mit dem Tag, wo diese Dialogformate ja offensichtlich hinfällig waren, war dieses Argument weg. Und außerdem gibt es einfach Artikel 51 der UN-Charta, nach dem Länder Recht haben auf Selbstverteidigung. Und deswegen gibt es schon für mich 2 gewichtige Gründe, die auch eine Veränderung darstellen. Das eine ist eine völkerrechtliche Grundlage, Artikel 51. Und das andere ist der politische Grund. Offensichtlich gibt es keinen Dialog, der diese Invasion verhindern kann, diesen Angriffskrieg. Von daher finde ich, gibt es gute Gründe, auch einfach nicht zu sagen, es war vorher ein Fehler, sondern einfach zu sagen, jetzt ist es richtig. Ich würde gern als letzte Frage für uns hier auf dem Podium und dann würde ich Sie gerne einladen, auch Fragen zu stellen, diejenigen, die hier im Theater sind. Was können wir tun? Also was können wir tun? Was wünschen Sie sich? Was bräuchte es von der Zivilgesellschaft, übrigens auch von der Kultur? Was bräuchte es an Dingen, die wir selber, also ich spüre das zumindest in dieser Woche an mir selber, aber auch an sehr, sehr vielen Menschen im Umfeld, das ist eine große, Alice Botha hat es vorhin gesagt, erstmals doch auch eine große Solidarität gibt und auch den Wunsch zu helfen und etwas zu tun, ein bisschen die ganze Runde gegeben, was wünschen Sie sich, was hoffen Sie sich, was können wir tun? Ja. Ja, wir können solidarisch sein, wir können an die richtigen Stellen spenden, wir können, ich habe gestern einen Tweet abgesetzt und die Deutsche Bahn gefragt, ob es für ankommende Ukrainer möglich wäre, auch ohne Fahrschein zu fahren, wie es bereits in Polen praktiziert wird und in der Slowakei, und die Deutsche Bahn scheint das gut zu finden, also gut genug. Also was wir nicht tun können, ist allein in unseren Schuldgefühlen zu verbleiben, sondern wir können durchaus aktiv werden. Mhm. Wir können demonstrieren. Das wird auch wahrgenommen in der Ukraine. Mhm. Also die Menschen kriegen das mit, dass sie international unterstützt werden. Mhm. Also sowohl das Symbolische, finde ich, ist ganz wichtig,
als auch das Praktische. Mhm. Und also ich war gestern in der Position, wir haben eine Lesung im Gorki-Theater gemacht, eine solidarische Lesung, wo natürlich der Gedanke mitschwingt, was bringt das jetzt, wenn wir da unsere Texte lesen? Das hält keine Rakete auf. Andererseits hatte ich den Text von einer Autorin, Katerina Mischenka, die noch im Januar hier in der Süddeutschen geschrieben hat, ist meine Panik groß genug? Wird es wirklich diesen Krieg geben? Und sie ist in der Nacht, bevor diese Lesung stattfand, aus Kiew geflohen mit ihrer Familie. Und also für mich hat es halt wahnsinnig viel bedeutet, diesen Text in Deutschland vorzulesen und ihr eine Stimme zu geben. Also ich glaube schon, dass wir sehr viel tun können auf praktischer und auf symbolischer Ebene und jetzt hoffentlich auch auf politischer Ebene. Und zwar, das muss ich Ihnen ehrlich so sagen, konsequenter und schneller als bisher. Alice Butter? Ich würde mir zunächst wünschen, dass wir alle, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Deutschland leben, fragen, was braucht ihr? Was können wir für euch tun? Ich habe gesehen, dass in Berlin eine Friedensdemo stattfindet und parallel eine der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das, dass sie nicht zusammen stattfinden? Womit haben die ein Problem? Wie redet man über das, was passiert? Wenn ich merke, dass es jetzt schon Versuche gibt und das ist allzu menschlich, den Krieg zu erklären zum Beispiel, aber wenn die Ukraine neutral gewesen wäre, dann wäre das womöglich nicht passiert. Und das ist alles Unsinn, den man schnell widerlegen kann. Und Wladimir Putin hat ja in seinen Texten, Dmitri vorhin angesprochen hat, oft genug zum Ausdruck gebracht, was er von dieser Ukraine hält und dass es nicht um die NATO geht. Das würde ich mir sehr wünschen. Und dann glaube ich tatsächlich, dass wir in der Außenpolitik nicht so weitermachen können wie bisher. Ich weiß nicht, was die Konsequenzen sind, aber diese Konfrontation, dieser Krieg, sind eine so tiefe Zäsur, dass man es auch nicht schnell damit flicken kann, den Bundeswehretat zu erhöhen oder sich Energie unabhängig zu machen. Ich habe das Gefühl, da fehlt etwas. Ich kann nicht benennen, was es ist, aber es ist mein Gefühl, da etwas muss sich ändern. Wir müssen uns auch den falsch angenommenen Wahrheiten der vergangenen 30 Jahre stellen. Franziska Brandner? Ich finde das wichtig, was Frau Botha gerade zuerst gesagt hat, dass wir den Narrativen widersprechen, die jetzt massiv auch auf den deutschen Nachrichtenraum und den Social-Media-Raum einströmen. Wir haben das auch in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass versucht wurde, aus dem Euromaidan ein NATO-Maidan zu machen. Weil historisch, es war ja damals der Beitritt oder die Richtung Europäische Union und damals ging es ja gar nicht um die NATO, sondern das war die Europäische Union. Aber das ist natürlich in der deutschen Bevölkerung weiter weg ist, wenn es die NATO ist, als wenn es die Europäische Union ist. Und das sind, kann man sagen, sind Kleinigkeiten, aber sie sind einfach eine Verschiebung, die emotional mit uns was macht. Und deswegen glaube ich, dass wir da alle immer sehr vorsichtig sein müssen, welche Formulierungen, ja, auch das war nie eine Demarkationslinie, sondern eine Frontlinie. Und wir haben sehr viel zu lange in Deutschland akzeptiert, dass wir eine Sprache benutzt haben, die nicht der Realität entsprach vor Ort und die uns emotional weggeführt hat von der Situation, wie sie wirklich war. Und zweiter Punkt, also weil Sie es ja auch gerade gesagt haben, ne, mein Eindruck ist, dass wenn wir es jetzt in der Europäischen Union nicht hinbekommen, endlich unsere Strukturen zu ändern, wegzukommen von dieser Einstimmigkeit in der Außenpolitik, eine echte europäische Verteidigungspolitik zu machen, wirklich eine Dekarbonisierung unserer Wirtschaft hinzubekommen, dann wird das sehr schwierig. Und wenn wir Deutschen nicht akzeptieren, die Sicherheitsinteressen unserer Nachbarn ernst zu nehmen. Und das ist für uns in Deutschland die Hauptaufgabe. Ja, dass wenn Polen, Balten sagen, bitte nicht Berlin, dass wir dann nicht nie wieder in Zukunft antworten, Leute, habt euch nicht so, da geht es doch nur um Energie, da geht es doch nur um Geld. Sondern sagen, wenn ihr alle uns sagt, Berlin, das geht gegen unsere
Interessen, gegen unsere Sicherheit, dass wir dann vielleicht akzeptieren, uns zu hinterfragen. Und dass, wenn wir alleine stehen gegen den Rest der Europäischen Union und der Partner, vielleicht bei uns der Gedanke erlaubt ist, dass wir vielleicht nicht richtig liegen, sondern die anderen vielleicht richtig liegen. Dass wir bereit sind, endlich diese europäische Solidarität nicht nur immer sonntags zu erzählen, sondern wirklich in allen Politikfeldern umzusetzen. Und dafür auch bereit sind, mal unsere wirtschaftlichen Interessen zurückzustellen. Wenn wir das nicht schaffen als Deutsche, dann wird uns dieser europäische Weg nicht ermöglicht sein. Ich danke Ihnen erstmal sehr, Alice Butter und Franziska Brandner und Dimitri Kapitelmann, für diesen Teil des Gesprächs. Vielen, vielen Dank auch, dass Sie in der Schnelle dazugekommen sind. Ich verabschiede jetzt das Publikum im Stream. Das dauert ein bisschen.